Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Genshin Impact Video. Dieses Mal haben wir hier ganz coole Ankündigungen. Und zwar gestern ebenfalls für mich beworben. Anwerbung von Streamern für neue Version Genshin Impact auf Twitch. Das Ganze kam gestern tatsächlich auf... Okay, jetzt haben sie es auf Englisch, auf Deutsch übersetzt. Gestern war es noch auf Deutsch. Ich mache es ein bisschen größer, damit alles lesen können. Anmeldezeit 23. bis 27. Das heißt, ihr habt jetzt noch 3 Tage Zeit, euch zu bewerben. Dann bekommen hoffentlich alle eine Mail am 30. Und vom 31. bis 21., also 31. Mai, also 1.6., wenn der Patch rauskommt, bis 21. Juni gibt es einen Twitch-Stream, ja, Contest, wenn man so will. Und das ist ziemlich krass. Hauptstream-Live-Herausforderung, wo ihr 640 Urgestein bekommen könnt, wenn ihr über 24 Stunden streamt. Und zwar nicht am Stück, sondern insgesamt. Das heißt, wenn wir jeden Tag Genshin Impact zocken würden, in meinem Fall die 1,5 Stunden morgens, kommen wir locker über die 24 Stunden und würden 640 Urgestein erhalten. Genauso wie, wenn ich das richtig sehe, bekommen wir 10 Urgestein mehr oder ist das mal 10? Ich weiß es nicht genau. Es kann auch sein, dass es mal 10 heißt. Aber hier sind ja mal 640. Ich denke, wir kriegen 10 Urgestein extra. Wenn wir Ebene 10, 11 und 12 im Abgrund machen, auch während des Zeitraums und die Dailies. Hier wird man quasi gezwungen, Dailies zu machen, was ziemlich witzig ist. Also das werden wir versuchen. Jeden Tag, 21 Tage lang, Genshin Impact. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, Leute. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob es funktioniert, aber wir werden so viel wie möglich machen. Dann haben wir hier noch eine Tabelle, wie es sein könnte. Und hier unten haben wir die ganzen Regeln, die ihr euch sehr, sehr gerne mal durchlesen könnt. Ich habe mich gestern beworben. Ich bin sehr gespannt, ob wir es machen können. Und ob wir angenommen werden. Aber ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf. Ja, sagt mir mal, was ihr davon haltet. Das waren auf jeden Fall die neuesten News von Genshin Impact. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut mal in die Kommentare und ciao.